Ja, ich stelle mir die Frage, wie kann man eigentlich etwas kritisieren, was man selber nie in der Hand hatte? Von daher habe ich gedacht, ich greife dann dementsprechend hier zu und kann euch dementsprechend auch sagen, ob das Ganze gut ist oder nicht. Aber ich habe es zumindest in der Hand gehabt, bevor ich einfach losmecker. Viel Spaß mit dem nun folgenden Video. Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der Filmfluh. Ja, ich habe mir vier Filme gekauft, vier Filme, wo es auch Kanäle gab, die gesagt haben, kauft das nicht. Und ich muss sagen, diese Kritik war nicht ganz unberechtigt, denn es gab diverse Fehler, die da dementsprechend im Vorfeld kommuniziert worden sind. Ich habe nichtsdestotrotz das Ganze trotzdem gekauft und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mir mein eigenes Bild gerne machen möchte zu dem Ganzen. Ja, und die Rede, die ist hier von den vier Rocky-Filmen. Ich habe mir die Filme hier im Steelbook gekauft, ja, mit Teil 1, Teil 2, Teil 3 und zu guter Letzt Teil 4 als 4K UHD. Und es gab da, wie gesagt, im Vorfeld, so wurde es kommuniziert aus Amerika unter anderem, wo das Ganze schon ein wenig früher erschienen ist, diverse Fehlermeldungen, die betreffen unter anderem halt auch die Tonhöhe, die hier dementsprechend nicht stimmen soll. Und ich bin trotzdem einfach gespannt, wie ich das Ganze am Ende beurteile. Ich werde da definitiv mir einen eigenen Eindruck machen und werde das Ganze auch in meinem Community-Tab mit euch teilen und dann dementsprechend nochmal sagen, hey, das Ganze geht für mich noch teilweise in Ordnung. Hoffentlich kommt trotzdem ein Austausch oder ich sage, nein, es geht wirklich überhaupt nicht. Dann lasse ich es euch auch ebenfalls wissen, ob ich das Ganze dann dementsprechend zurückgeschickt habe. Aber immer so seinen eigenen Eindruck zu machen, da bin ich ja dann doch schon ein Fan von. Dasselbe gilt übrigens, fällt mir gerade ein, für den neuen Scream. Auch da habe ich euch im Community Board eine kleine Kritik hinterlassen, wie mir der Film gefallen hat. Und kurz zusammengefasst, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, im Gegensatz zu diversen anderen Kanälen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns hier einmal die Filme in einem Unboxing an. Ich habe mir überlegt, ich werde einfach dementsprechend hier die komplette Steelbook Collection in einem Video zusammenfassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf und lasst uns in die Steelbook schauen. Bis gleich. Ein erfolgloser Clubfighter aus Philadelphia, gespielt von Sylvester Stallone, erhält die einmalige Chance, für Liebe, Ruhm und Selbstachtung in den Ring zu steigen. Mit seinen legendären Score und den packenden Kampfszenen ist dieser mitreißende Publikumserfolg bis heute ein echter Volltreffer. Die Rede ist von Rocky. Und damit herzlich willkommen hier in der Innenaufnahme. So könnt ihr euch einen guten Eindruck von den Steelbooks machen. Und ich würde sagen, fackeln wir gar nicht lang, packen wir direkt das erste Steelbook aus. So, da haben wir das Ganze einmal vor uns liegen und was auf jeden Fall sehr schön ist, das Ganze ist hier dementsprechend nur mit diesem Klebepunkt hier hinterlegt. So könnt ihr das Ganze hier dementsprechend abmachen. Und dann haben wir hier einmal die Banderole und das Ganze liegt hier dementsprechend als Blu-ray und als 4K Ultra HD vor. Und wir haben hier im Fall von dem ersten Rocky eine deutsche Dolby Digital 5.1 Tonspur. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Steelbook hier einmal genauer an. Und der erste Eindruck ist ein wenig enttäuschend, bin ich ehrlich zu euch. Ich finde irgendwie dieses Silberne mit dem Roten, das kam auf den Bildern auf den ersten sehr, sehr gut rüber. Aber hier wirkt dieser Kontrast für mich nicht sehr, sehr gut, weil das Silberne da tatsächlich ein bisschen zu matt gehalten ist und das Ganze sich hier im Fall der Charaktere zu undeutlich wirklich vom Hintergrund hier abhebt. Und auch hier der Schriftzug Rocky, der ist hier wirklich sehr, sehr dunkel gehalten. Und da hätte ich mir wirklich ein kräftigeres Rot gewünscht, ähnlich wie hier bei den Handschuhen. Und dass der Titel vielleicht sogar noch gestanzt wäre, das wäre hier wirklich das Sahnehäubchen gewesen. Aber so wirkt das Ganze leider doch relativ günstig daherkommend. Aber schauen wir uns einmal die Rückseite an. Und ja, da haben wir zumindest einen sehr, sehr ikonischen Moment aus dem Film. Finde ich ganz schön, auch wenn wir es eigentlich auch schon kannten, dass die Credits hier dementsprechend auf der Rückseite eher im Inneren des Steelbooks zu finden waren. Also auch hier leider wieder ein kleiner Rückschritt. Dann haben wir hier einmal den Spine. Hier oben mit dem MGM-Logo und hier unten dann mit dem Warner-Logo. Und dann in der Mitte halt dementsprechend Rocky. Das Ganze hier auch nicht zu klein auf dem Spine gehalten. Also das geht auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und oh! Da haben wir auf jeden Fall jetzt eine Überraschung.
weil das gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier einen wirklich sehr, sehr kräftigen Farbinnendruck. Also hier wirklich sehr, sehr kräftig daherkommt und das Ganze auch wirklich nochmal ein bisschen schimmernd. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Das hätten sie definitiv auch für außen machen können. Dann haben wir hier einmal Rocky als 4K Ultra HD. Das Ganze kommt da leider recht langweilig daher, einfach im Schwarzton. Und dann einmal die gewohnte Blu-ray, die man allerdings auch schon von den vorherigen Veröffentlichungen kannte. So, hier kommt man nicht ganz so gut ran, aber es geht. Und ja, also hier muss ich sagen, das ist hier definitiv der große Pluspunkt dieses Steelbooks. Also schaut euch das mal an, das sieht hier wirklich richtig fantastisch aus. Also das ist hier wirklich klasse. Ja, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ist eine schöne Szene auch hier aus dem Film. Aber letztendlich guckt man ja nicht so oft ins Innere, von daher hätte ich mir da für außen doch ein bisschen mehr gewünscht. Aber entscheidet auf jeden Fall selber. Ich würde sagen, wir schauen auf jeden Fall uns Rocky 2 an. Da bin ich jetzt wirklich tatsächlich am meisten gespannt hier auf den Innendruck. So, und auch Rocky 2 hat hier wieder eine deutsche Dolby Digital 5.1 Tonspur. Und ansonsten ist hier natürlich auch nicht ganz so viel anders, was zum Beispiel die Banderole betrifft. So, und auch hier muss ich sagen, wird sich das wahrscheinlich auch bis zum vierten Teil so durchziehen, dass die Kontraste hier einfach nicht besonders stark wirken. Ja, also auch hier dieselben Kritikpunkte wie vorhin beim ersten Rocky Steelbook. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Aber ich muss sagen, ich mag die Motive. Ich mag diese Schwarz-Weiße mit dem Roten. Aber auch das ist wie immer eine Geschmackssache. Hier dann auch nochmal der Spine. Finde ich eine schöne Sache, dass die halt auch dementsprechend, und das macht halt aber auch Sinn, gleich wirken. Wird natürlich dann schwierig nur für Rocky 5 und 6, dass das wahrscheinlich einheitlich daherkommt. Davon gehe ich mal nicht aus. So, und dann haben wir hier auch den Innendruck, der wieder wirklich sehr, sehr farbig und wirklich knallscharf daherkommt. Also das ist hier die große Stärke dieser Steelbooks, der Innendruck. Ja, wie gesagt, nur schade, dass man da dementsprechend nicht so viel von hat, wie als wenn das Ganze von der Qualität her außen so gewesen wäre. Aber so könnt ihr euch zumindest auch mal einen Eindruck dementsprechend von den Steelbooks machen, was das Innere betrifft. Das ist natürlich auch immer der Sinn von einem solchen Unboxing. Und dann gucken wir uns einmal Teil 3 an. So, auch hier einmal die Banderole ab. Da dürften wir aber wahrscheinlich auch dieselbe Tonspur wieder haben. Ja, auch hier wieder in Dolby Digital 5.1. Und ich muss sagen, Rocky 3 ist ja tatsächlich so einer meiner Lieblings-Rocky-Teile. Ich meine natürlich auch schon allein wegen dem ikonischen Eye of the Tiger von Survivor. Also hier muss man sagen, richtig gut, richtig motivierender Film auf jeden Fall. Und ja, ihr ahnt es schon, auch hier wirklich ein toller Innendruck wieder. Die Scheiben, die sind immer gleich bedruckt. Das wird sich auch beim vierten Teil nicht ändern. Und lasst mir auf jeden Fall gerne da, wie sieht es bei euch aus? Welcher Rocky-Teil ist euer Lieblings-Rocky-Teil? Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und ich muss sagen, ich bin doch wirklich sehr, sehr zufrieden damit, dass ich mir hier dementsprechend die Einzelveröffentlichungen gekauft habe. Und dann kommen wir hier zu Rocky 4. Und Rocky 4, der hat hier auch wirklich eine Besonderheit. Der liegt nämlich nicht nur in Dolby Digital 5.1 vor, so wie die anderen Filme auch, sondern wir haben hier nämlich neben der Kinofassung nämlich noch den Director's Cut. Und den hat Sylvester Stallone erst vor nicht allzu langer Zeit neu anfertigen lassen. Dieser hat hier eine Laufzeit von 94 Minuten gegenüber der Kinofassung mit 91 Minuten. Und jetzt denkt man, ah okay, nur 3 Minuten mehr, aber lasst euch davon nicht beirren, der Film hat nicht nur den Vorteil, dass er halt länger läuft, sondern er wurde teilweise auch wirklich komplett geändert und dementsprechend ein wenig umgeschnitten. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf diese Fassung. Man muss sagen, hier natürlich kleiner Nachteil, wenn man es denn als Nachteil empfinden möchte, ist natürlich, dass dieser Director's Cut nicht nachsynchronisiert worden ist, weil auch einige Sprecher teilweise nicht mehr leben. Und so hat man das Ganze dementsprechend in der
Originaltonspur mit deutschen Untertiteln, wo ich sagen muss, das ist aber leider letztendlich auch wahrscheinlich die beste Lösung, weil viele wären auch mit einer neuen Synchronisation wahrscheinlich nicht ganz so glücklich geworden. Und so hat man das Ganze dann halt dementsprechend mit Untertiteln. So, auch hier einmal die Banderole ab. Und oh, da muss ich sagen, das ist tatsächlich so das Cover, was mir wirklich von allen jetzt am besten gefällt. Weil hier dieser farbliche Anteil mit der Flagge dann dementsprechend nochmal einen großen Teil des Covers einnimmt. Und dann haben wir hier auch nochmal die Rückseite. Und ich muss sagen, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir tatsächlich hier am besten, dieses Steelbook zu Rocky 4. Und dann schauen wir uns einmal das Ganze von hinten nochmal an. Und ja, da seht ihr schon Rocky 4, der Kampf des Jahrhunderts, und Rocky 4, Rocky vs. Drago, The Ultimate Director's Cut, ebenfalls hier auf der Scheibe. Und dann haben wir hier einmal noch die Blu-ray und hier dann nochmal den farbigen Innendruck. Und Wahnsinn. Also das ist tatsächlich eine Sache, die euch wahrscheinlich auch am positivsten in Erinnerung bleiben wird, was diese Steelbooks betrifft. Der recht scharfe gestaltete Innendruck. So, und dann sind wir tatsächlich hier am Ende. Und ja, lasst mir auf jeden Fall gerne da, was ihr über die Steelbooks denkt. Letztendlich werden viele wahrscheinlich sagen, okay, entweder war es nicht ganz mein Fall oder ihr sagt, hey, war auf jeden Fall trotzdem mal schön, dass du das Ganze vorgestellt hast. So, die Steelbooks, die passen hier gar nicht am Ende alle aufs Bild, aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst mir gerne eure Meinung da. Ich habe die Teile jetzt auf jeden Fall hier in der Hand. Die werden auch in den nächsten Tagen geschaut und dann werde ich auf jeden Fall auch im Community Board nochmal meine Meinung zu der technischen Seite wiedergeben. Ja, das war mein Unboxing zu der Rocky Steelbook Collection. Ich muss sagen, so unterm Strich finde ich die gar nicht so schlecht. Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, was gerade die Cover betrifft, weil ich finde hier wirklich diese Akzente sehr, sehr schön mit dem Schwarz-Weiß und dem Rot. Aber ich finde die Cover teilweise in ihrer Gestaltung etwas zu dunkel geraten. Da hätte man ein wenig mehr rausholen können. Aber insgesamt, wie gesagt, bin ich ganz zufrieden. Und das Ganze kommt dann dementsprechend neben die Creed-Filme und passt dann eigentlich auch so wunderbar ins Regal. Ich hoffe natürlich, dass Teil 5 und Teil 6 da zeitnah demnächst folgen werden. Ja, ich lasse euch, wie gesagt, auf jeden Fall wissen, was den technischen Inhalt betrifft, wie das Ganze letztendlich mir gefallen hat. Da haltet auf jeden Fall mein Community Board im Auge, ob ich das Ganze sogar vielleicht möglicherweise weggegeben habe. Und hier sollte es jetzt erstmal nur um das Unboxing gehen, der Steelbooks. Ich hoffe, ihr konntet hier dementsprechend einen Eindruck gewinnen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut und ciao. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke.